Hey Leute, euer Dog ist wieder am Start. Heute zeige ich euch für die PlayStation 4 einen weiteren Standfuß. Den packen wir heute aus, den stecken wir heute auch mal dran und gucken einfach, wie sich so das Ding gibt. Der Vorteil ist, ihr könnt erstens zwei Controller laden. Das hat nämlich der Standfuß mit inbegriffen und ihr habt sozusagen eine Lüftung. Das heißt, die PlayStation wird gekühlt. An dieser Stelle ein Dank an Gaminger. Die waren so lieb und haben auch mir diesen Standfuß zur Verfügung gestellt. Und wir gucken ihn uns jetzt an. Wir haben auch hier, ihr seht, kostenlos zwei Grips mit dabei für euren PlayStation Controller, für den DualShock. Wir haben hier den Ständer. Hier ist ein USB-Kabel, das ist mit dabei, welches in die PlayStation kommt. Wir haben dann sozusagen auch, ihr seht hier, drei USB-Anschlüsse, könnt ihr ganz normal nutzen. Und hier den Knopf, um sozusagen die Lüftung einzuschalten und auszuschalten. Ich würde sagen, wir positionieren mal die PlayStation rein. Okay. Ihr seht, die PlayStation steht stabil. Das Schöne ist, dadurch, dass die PlayStation hier diesen Schlitz hat, passt auch ohne Probleme der USB-Anschluss einfach hier durch und dann steckt man ihn einfach in die PlayStation rein. Manche sagen jetzt, das sieht komisch aus und. Denkt aber daran, wenn ihr heute euren Controller ladet, schaut es auch nicht gerade schön aus. Aber es macht ja nichts, ihr könnt ja auch ganz normal den USB-Anschluss wegtun und hinten einfach aufräumen, falls ihr sagt, ja, brauche ich jetzt mal nicht. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Wie euch aber ja auch schon in anderen Folgen erwähnt, die Gefahr besteht trotzdem, dass die PlayStation einfach umkippen kann. Also die wird dann nicht fest fixiert. Man hat, wie gesagt, das Risiko, die Gefahr, dass sie trotzdem rausfallen kann, wenn jetzt jemand dagegen läuft, stolpert oder sonst irgendwas. Ansonsten habt ihr die Kühlung. Und hier kommt es, ich habe auch letztens in der Folge schon erwähnt, hier ist es so, die Lüfter kühlen von unten nach oben. Die heiße Luft dringt hinten raus. Von unten schnappt sich die Konsole die frische Luft, damit sie sozusagen auf einer konstanten Temperatur bestehen bleibt. Deswegen achtet immer vor dem Kauf eines Ständers, okay, was hat er? Hat er Schlitze, dass meine PlayStation nach Luft schnappen kann oder wird sie gekühlt? Und jetzt passt auf. Viele sagen auch bei diesem Ständer, dass die Lüftung dementsprechend aber auch eine gewisse Lautstärke hat. Die jetzt sagen, puh, okay, ich will sie nicht gekühlt haben, drücken halt drauf. Die sowieso immer mit den Kopfhörern spielen, wird es nicht stören, die ziehen sich die Kopfhörer an und spielen und freuen sich, dass die PlayStation gekühlt wird. Aber das muss jedem bewusst sein. Vielleicht kennst du ein oder andere auf dem PC, wenn der PC heute Hochleistung, also die Pro-Gamer oder grundsätzlich die Zocker, die PC-Zocker, die im Sommer vielleicht spielen und der PlayStation dann, der PC dann einfach gekühlt werden muss, war bei mir auch so. Man hört's. Also er pumpt auf jeden Fall dann die Luft in den Rechner rein, damit er ja auch gekühlt wird. Also, vielleicht kann man es damit vergleichen. Ich würde jetzt sagen, dass ich mal Controller drauf setze und wir gucken mal, wie es so ausschaut. Für so einen großen Standfuß braucht man natürlich auch dementsprechend viel Platz, denn ohne geht nicht. Zack, ist drin. Auch drin. So schaut es dann komplett aus. So steht es bei euch dann auch in der Ecke, in der Vitrine. Oder sonst, wo ihr sonst halt sozusagen eure PlayStation hinstellt. Cooles Ding, erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Link wie immer in der Beschreibung. Ich werde dann auch noch unterschiedliche Ständer plus auch noch eine erweiterte Ladestation mal in einem Video zusammenfassen und euch zeigen. Schaut vorbei, wir sehen uns. Das war's mit der heutigen Folge. Ich habe euch jetzt mal oben das Unboxing der Batman Limited Edition hinzugefügt und unten findet ihr
das Video sozusagen den Vergleich verschiedener Standfüße, die Stabilität, die Rutschfestigkeit und, als auch mal eine einzelne Ladestation für den Controller. Also schaltet ein, denkt dran, Facebook, Instagram, da findet ihr mich auch. Daumen hoch für die coole Geschichte, für den coolen Standfuß. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal, euer Doc. Ciao.